Ich denke, ihr habt jetzt so viel verschiedene Aspekte gehört, dass ihr jetzt mit euren Fragen oder kurzen Ergänzungen dran seid. Mein Name ist Andreas Salam vom Green Net Project und meine Frage ist erstmal an dich, Lana. Mir lief gerade ein paar Mal ein kalter Schauer in meinem Rücken, als du deine Kampfgeschichte losliest, weil in meiner Wahrnehmung ist Kampf immer eine Resonanz von zwei Polen und Resonanz erzeugt immer wenig Resonanz und da bin ich einfach nicht mehr. Ich rede jetzt auch nur für mich, ne? Also es kann irgendwer anders sein, aber ich bin da nicht und ich möchte einfach alle ermutigen, die eigenen Kreisläufe zu stärken und somit den Weg, den Vincent gerade beschrieben hat, zu gehen, dass wir dann irgendwann dem, was wir nicht wollen, einfach den Boden entziehen, indem wir es einfach anders machen. Das ist für mich persönlich der bessere Weg. Nichtsdestotrotz finde ich, das bedingungslose Grundeinkommen eine wichtige und elementare Voraussetzung für das, was passieren kann im Wandel. Und dazu zwei Fragen, beziehungsweise zwei Anmerkungen, die ich noch in die Debatte schmeißen möchte und mal fragen möchte, wie ihr damit umgeht, weil ich da nicht so tief drin bin bisher, das beantworten zu können. Zum einen die Frage, wie es im Moment mit den verschiedenen Räumen in der Welt umgeht. Das heißt, wenn jetzt eine Lage in irgendeiner benachteiligten Region der Welt ist, wie da denn der Wert der jeweiligen Höhe des Grundeinkommens zu definieren wäre, wonach ihr da geht, wie der Schlüssel darin halt ist und wie man das eben halt dann festlegen kann. Das ist der eine Bereich, da bin ich noch nicht dran. Die zweite Frage, seht ihr eine Partei, die das vielleicht auch mal in die etablierten Strukturen reinträgt, um da vielleicht einen Wandel zu erzeugen? Und wenn ja, welche? Oder wäre es doch eine Idee, eine in diese Richtung zu entwickeln? Ich kenne jetzt diese Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen schon seit 4 Jahren. Ich finde auch die Argumente super und auch, ich finde es auch gut, dass ihr über die verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten streitet. Aber jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage, und zwar möchte ich ganz gerne mal von allen dreien hier vorne wissen, wie Sie denn einschätzen, warum das nicht weiter tatsächlich in der politischen Debatte von den eigentlichen Akteuren ankommt, warum das noch nicht aufgenommen wird. Selbst das bedingungslose Grundeinkommen des Strauchpaar fordert, denke ich, könnte durchaus möglicherweise ein Schritt in die richtige Richtung sein. Und aber auch das findet keine Resonanz im politischen Bereich. Und die Frage ist halt, warum an euch? Und außerdem möchte ich ganz gerne wissen, was demnächst der erste Schritt sein könnte, um da tatsächlich ein bisschen mehr Sichtbarkeit mit dem Konzept dann wieder zu erfahren. Hallo, Felix Weth von Verloben. Ich möchte jetzt erstmal kurz die Frage stellen, auch anschließend an die Frage von Ihnen ganz kurz. Was sagen Sie zu der Aussage, Grundeinkommen ist so etwas wie Opium für die Transitionsbewegung, denn man kann dafür reden und schön träumen. Die Strategie, wie man da hinkommen kann, sehe ich überhaupt nicht, wenn man sich anschaut, wie unsere Institutionen aktuell organisiert sind, wie die mit Fragen umgehen. Die können Jahre damit verbringen, zu diskutieren, ob wir einen Mindestlohn einführen. Auf internationaler Ebene kann man meiner Ansicht nach nicht sehr viel erwarten, selbst wenn es darum geht, offensichtliche Probleme wie die Auswirkungen des Klimawandels anzugehen, zu sinnvollen Entscheidungen zu kommen. Wie kann man da erwarten, so eine radikale Reform wie ein Grundeinkommen in absehbarer Zeit durchzusetzen? Also ist das eine schöne Illusion, über die man trefflich diskutieren kann, ist meine Frage. Und dann möchte ich noch eine Frage stellen an alle hier im Raum. Meiner Ansicht nach ist es Zeit und es ist dringend Zeit, dass wir hier, wenn wir schon zusammen sind und hier so viele Menschen sind, die sich mit sowas wie Veränderung beschäftigen, uns wirklich fragen, okay, was ist die effektivste Strategie, um etwas zu bewegen und wo liegen die Probleme, die uns oder die Faktoren, die aufhalten, dass wir wirklich etwas bewegen. Und die konkrete Frage lautet, wann fangen wir endlich an,
Strategien zu entwickeln, wie wir das grundsätzliche Problem des multinationalen Konzerns loswerden. Danke. Vielen Dank, das war sehr interessant. Ich habe noch eine Frage zur Finanzierung. Also erstmal allgemein, wie das Basel-Einkommen finanziert werden soll. Aber dann gerade, wenn wir uns die Frage stellen, Einkommen oder Infrastruktur, da sind ja sicher auch sozusagen oder werden hypothetische Konflikte zwischen der Finanzierung, wie Ihrer Meinung nach da, genau, was für Konflikte es da gibt, aber eben auch gelöst werden können. Dankeschön. Ja, ich habe zwei Fragen, eine an dich, Werner, und zwar auch bezüglich des Kampfes, von dem du gesprochen hast, würde ich einmal nachfragen wollen, ob du den Argumenten des Grundeinkommens so wenig Vertrauen schenkst, dass du der Meinung bist, dass wir sozusagen noch die Argumente in der Gesellschaft selber erkämpfen möchten, oder warum glaubst du, dass sozusagen die Argumente, die aus meiner Sicht sehr überzeugend sind, bei Politikern oder anderen Leuten, die momentan sozusagen in der Macht sind, nicht ankommen können, wenn die von unten nicht erkämpft werden. Und the other question is to Vincent. The question is, you were talking about that partly. Es wurde ja gesagt, dass ein Teil des Grundeinkommens in Form von Lokalwährungen ausgezahlt werden soll. Und da wäre meine Frage, wie geht ihr damit um, also mit Menschen, die quasi an den Grenzen der verschiedenen Regionen leben, wo unterschiedliche Lokalwährungen eingesetzt werden? Eine Anmerkung zur Strategie. Ich finde auch, wir müssen hier drüber nachdenken, wie wir kleine Schritte gehen können zum richtigen Fernziel, nämlich für das Grundeinkommen existenzsichernd. Wir können nicht erraten, dass wir Montagmorgen so etwas haben, so einen Riesenschritt, der für die Gesellschaft ein Riesenschritt für die Kultur und für die Preise und die Arbeitsbereitschaft und so weiter. Das kann in kleinen Schritten gehen, so etwas, so eine große Kulturänderung, das ist eine. Und da müssen wir Konzepte dafür entwickeln. Das andere bezieht sich auf die Frage der Verbindung zum DIGLOVE. Das ist mir bis jetzt ein wenig zu kurz gekommen. Ja, Werner hat zum Beispiel gesagt, ja, das Bewusstsein ändert sich in Kämpfen. Kann ich mir auch vorstellen, aber wer kämpft denn? Also vielleicht, wenn es hochkommt, 1% der Bevölkerung. Sicher gibt es gesellschaftliche Kämpfe, die brauchen wir auch. Ich habe da keine generelle negative Einstellung dazu. Es muss natürlich mit der Waffe in der Hand sein. Aber Auseinandersetzung gibt es, da lernt man auch was dabei. Aber ja, nur ein kleiner Teil der Bevölkerung wird das machen. Und ja, wie ist das mit dem anderen Teil? Warum führt ein Grundeinkommen bei denen zu einer dekonsumistischen Haltung? Ich finde, da gibt es viele Gründe, aber das würde ich gerne erstmal nochmal fragen. Warum führt das zu DIGLOVE? Auch bei dem Teil der Gesellschaft, der vielleicht nicht gekämpft hat. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil ich glaube, mir sind so ein paar Fakten fehlen. Die eine Frage war ja schon, wie das finanziert werden soll. Und zum anderen würde mich interessieren, ob dem eine gewisse Forschung auch zugrunde liegt. Wir gehen ja jetzt von einem sehr engagierten Menschenbild aus. Jemand, der nicht auf dem Sofa sitzen würde und Fernsehen gucken würde den ganzen Tag, selbst wenn das auch irgendwie auch in Ordnung wäre, aber trotzdem würde die Gesellschaft ja auch funktionieren. Den Müll einfach liegen lassen, ist, glaube ich, auch aus einer ökologischen Sicht nicht so die beste Lösung. Es gibt ja auch Müll, zum Beispiel wie Atommüll, den sollte man vielleicht auch nicht liegen lassen. Einfach so, inwieweit ist euer Menschenbild, was sich selbst organisiert und was auch diese Freiheit nutzt, in einer positiven Weise, inwieweit dem auch nur diese Forschung zugrunde liegt, die das auch beweisen kann. Roland Schumann, Ferdinand Langenberg, Transitionsfrau. Mir fehlt auch der Aspekt, der ökologische Aspekt in der Grundeinkommensdebatte ganz deutlich. Ich würde mir da wünschen, dass die Menschen, die da in der Debatte drinstecken, das noch viel stärker berücksichtigen. Ich habe jetzt hier auf dem Kongress auch mal auf den Wühltischen so rumgeschaut, was es denn noch so weiter für Ideen gibt, die vielleicht hier gar nicht in den Panels vertreten waren. Da gibt es zum Beispiel auch die Idee eines ökologischen Grundeinkommens. Da sollte man sich mal vielleicht mit beschäftigen, was das bedeuten kann. Es gibt die Ideen, wenn man schon über Reformen, also für mich wäre Grundeinkommensdebatte auch eher eine Reformdebatte, die gar nicht so in die Tiefe geht, aber die vielleicht ein guter Zwischenschritt ist,
Wäre es vielleicht auch interessant, das zum Beispiel mit der Debatte um eine Ressourcensteuer zu verbinden. Ne? Also wenn man sagt, so, man will Reichtum abschöpfen, ne, was ja auch mit dazu notwendig wäre, wo holt man diesen Reichtum her? Wie taxiert man den, indem man zum Beispiel Ressourcenverbrauch besteuert? Ich finde es ganz toll, wenn diese Grundeinkommensdebatte, die ja erstmal auch erhellend ist, wenn die sich damit verbinden würde. Wir nehmen dann erstmal die Fragen raus, die an Einzelne gegangen sind. Das war ja gar nicht so viel. Wir haben einmal die Frage Kämpfe, Argumente, Strategie, Schritte, die wohl mehr an Werner Rätz ging. Und die zweite Frage war nach dem Regionalgeld an Vincent. Und die anderen, eure anderen Fragen werden dann alle kurz beantworten. Nur ganz knapp vorweg, mit den Kämpfen höre ich auf. Nur ganz knapp vorweg, gibt es eine Partei oder sollte es eine Partei geben, die sich für das Grundeinkommen einsetzt? Ich hoffe, möglichst lange noch nicht. Ich hoffe, dass möglichst lange das Grundeinkommen kein parteipolitisches Projekt wird, weil sobald eine Partei aufsteht und sagt, wir sind für ein Grundeinkommen, eine Partei im Bundestag, sind die anderen alle dagegen. Das fände ich zu diesem Zeitpunkt noch extrem schlecht und schädlich. Ich finde es zu diesem Zeitpunkt sehr gut, dass es in allen Parteien Gruppen, Strömungen gibt, die für ein Grundeinkommen eintreten, die dort in den Parteien sich darum bemühen, mit unterschiedlichem Erfolg, in der Linken sehr viel stärker als in der CDU und bei den Grünen sehr viel stärker als in der SPD, bei denen am wenigsten, aber es gibt sie überall. Zweite ganz kurze Bemerkung, ein Grundeinkommen ist natürlich kein Opium für die Opposition, sondern ein Grundeinkommen ist genau der Punkt, der zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen führt, da gehe ich gleich im Zusammenhang mit den Kämpfen drauf ein. Schrittweise Einführung finde ich völlig richtig, steht so bei uns im Papier. Und die Finanzierungsfrage überlasse ich jemand anderem, weil ich die für die unwichtigste halte. Das, was man finanzieren will in einer reichen Welt, kann man noch finanzieren. Das ist eine Frage des politischen Wollens. Ich finde den Hinweis sehr gut, auch als Einstieg in die Auseinandersetzung um, das hat ja jetzt mehrere kontroverse Positionen dazu gegeben, die Frage der Kämpfe, dass man den Atommüll nicht liegen lassen kann. Das ist vollkommen richtig und eben weil man ihn nicht liegen lassen kann, gibt es darum die Kämpfe. Da haben Leute gesagt, dieser Atommüll stinkt uns und er muss weg und das genau diese Organisierung, das stinkt uns und dieser Müll muss weg. Das sind die Kämpfe, die die Anti-AKW-Bewegung seit Jahrzehnten führt. Das ist genau das Beispiel, das zeigt, dass es eben nicht geht, Dinge einfach anders zu machen. Das einfach auslaufen zu lassen, den Boden zu entziehen, auf irgendwelche Kreisläufe zu hoffen. Nein, diese Atommüll, dessen Kreisläufe sind tödlich, wenn wir sie nicht unterbrechen. Wir können nicht auf Kreisläufe warten und wir können nicht darauf warten, bis irgendwann der Boden für Atomkraftwerke nicht mehr funktioniert, sondern wir haben dagegen zu kämpfen und zu sehen, dass sie aus der Welt kommen. Und genau dasselbe wird mit einem Grundeinkommen sein. Noch viel stärker. Bei der Atomenergie geht es darum, einen Teil des Kapitals die Geschäftsgrundlage zu entziehen. Ein Teil des Kapitals, der quantitativ nicht mehr wahnsinnig groß ist, auch wenn die Profite, die die in diesem Bereich machen, erheblich größer sind als in anderen Bereichen. Bei dem Versuch der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, Stefan, und das ist genau der Punkt, eben weil das Argument so gut ist, bei dem Versuch der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens geht es darum, dem gesamten Kapital die Geschäftsgrundlage zu erzielen. Die Geschäftsgrundlage des Kapitals, ich hatte es eben gesagt, besteht darin, aus Geld mehr Geld zu machen. Wie geht es? Das geht, indem man Geld in ein Geschäft investiert, wo Leute neue Dinge produzieren und diese Dinge kann man teurer verkaufen, als die Ursprungsprodukte gekostet haben. Da müssen Menschen arbeiten im Dienste des Kapitals, damit aus Geld mehr Geld wird. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Instrument, mit dem man Menschen ermöglicht zu sagen, ich scheiß drauf, ich arbeite für euch nicht. Damit greift man ganz genau den Kern des Kapitalismus an. Ganz genau den Kern des Kapitalismus. Und wenn man den angreift, dann darf sich niemand einbilden, dass man denen damit einfach den Boden wegziehen könnte. Sondern dann wird es von denen heftige Kämpfe geben. Und die werden wir nur überstehen, wenn wir entsprechende Antworten darauf finden und wenn wir in diese Auseinandersetzungen auch hineingehen.
Und diese Auseinandersetzungen, warum Ulrich sich dann so wenig Menschen daran beteiligen, eben deshalb, weil es hier ums Ganze geht. Ich bin völlig mit dir einig, Schritt für Schritt einführen. Aber glaub nicht, dass die Kapitalseite nicht begreift, dass jeder Schritt, der in diese Richtung geht, ein Schritt ist, der an ihrer Geschäftsgrundlage nagt und dass sie nicht mit dem Ganzen darauf antworten. Und das ist auch die Antwort auf die Frage von dort, warum denn das bisher nicht eingeführt wird. Weil es ums Ganze geht und das Ganze kriegt man nicht so schnell, das dauert nichts. Vincent, kommen wir erstmal jetzt zu deinem Punkt mit dem Regionalgeld. Ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten und auch viele andere Fragen, die gestellt wurden. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass bedingungslose Grundsicherung durch Infrastruktur und Einkommen und auch die Einkommensobergrenzen, das sind einfach nur Werkzeuge, die Gesellschaften grundlegend zu transformieren und auch endlich von diesem Homo economicus-Bild, das endlich loszuwerden. Und uns endlich davon zu verabschieden, ein für alle Mal. Es geht auch darum zu hinterfragen, wie können wir das Modell der Gesellschaft auf gewaltlose Art und Weise umgestalten? Wie können wir Besitzrechte und Eigentumsrechte ändern auf gewaltlose Art und Weise? Zu hinterfragen, wie können wir andere Werkzeuge schaffen, und um unsere Wirtschaft zu relokalisieren, unsere Produktion zu lokalisieren, andere Produktions- und Konsumweisen zu entwickeln, die konvivial sein sollten, andere Lebensweisen zu entwickeln, die konvivial sein sollten, und andere Technologie zu entwickeln, die konvivial sein sollte. Wie können wir unser Leben regional und lokal organisieren? On will be about what we call open relocalization. That on one hand we have to relocalize. Das nächste Buch, an dem wir gerade arbeiten, da wird es um die offene Relokalisierung. Wir müssen unsere Gesellschaften nach Prinzipien der ökologischen Gerechtigkeit und der ökologischen Nachhaltigkeit umgestalten. Wir sehen, dass es überall diese gegenseitige Abhängigkeiten gibt, also technologische Abhängigkeiten. Und um das zu nutzen für uns, müssen wir uns gegenseitig austauschen. Wir müssen das auf solidarischer Basis tun. Wir müssen unsere Erfahrungen mit verschiedenen Fehlern, mit Erfolgen müssen wir untereinander austauschen und voneinander lernen. That when the people in the society will be, there will be a critical mass of people in the society which will be ready for such a big change. I think we won't need it anymore. The society will already be changed. Wenn wir an diesen Punkt kommen, an dem es möglich sein wird, beides, also Grundsicherung durch Infrastruktur und Einkommen umzusetzen, dann wird die Gesellschaft schon an dem Punkt sein, wo wir das gar nicht mehr umsetzen müssen oder durchsetzen müssen, weil dann wird es schon, wird die Gesellschaft schon bereit sein und weit genug sein und wird sich schon so weit entwickelt haben, das auch umsetzen zu können. Und das wird eine Zeit sein, in der sich die Menschen endlich mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. Sie werden sich fragen, wie möchte ich meine Zeit im Leben tatsächlich verwenden? Sie werden sich fragen, wie wollen wir unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem tatsächlich organisieren, dass es uns zugute sind. Es geht hier, wie gesagt, um einen kulturellen Wandel. Die Werkzeuge, die wir hier vorschlagen, also Grundsicherung durch Einkommen und Infrastruktur, das sind nur Werkzeuge. Sie allein werden aber nicht ausreichen, um unsere Gesellschaften grundlegend zu transformieren. Margit, jetzt möchte ich dir als nächstes die Gelegenheit geben, zu den Fragen, die an alle gerichtet waren, zu antworten oder wenigstens zu einigen. Ja, das klingt nicht motivierend, aber ich versuche es einigermaßen hinzukriegen. Ich fange mit der Frage nach der Partei an und möchte das von Österreich her ein Stück einbringen, wie es da ausschaut. Wir haben im Parlament keine Partei, die sich für den Grundeinkommen ausspricht. Wir hatten aber, und zwar eine liberale Partei,
die eine Zeit lang im Parlament angehört hat und die sich für ein sogenanntes Bürgergeld ausgesprochen hat. Das hatte ganz viele Elemente des bedingungslosen Grundeinkommens. Allerdings war klar, im liberalen Sinn war ihre Forderung, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann eben keine kostenlose Infrastruktur für nichts, also dann zum Beispiel auch Bildung bezahlt, Schulgeld zu bezahlen. Ja. Die Kommunistische Partei Österreichs ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, sitzt aber nicht im Parlament. Worauf ich damit hinaus möchte, ist, ich glaube, es wird so sein, dass Parteien, die über ein Grundeinkommen diskutieren und hier zu einer Position kommen, es einfach einfärben im Sinne der Wertegemeinschaft, die sie verkörpern. Also wenn Parteien eine Grundeinkommensposition einnehmen, dann wird es sozusagen nicht das reine Grundeinkommen sein, sondern natürlich naheliegenderweise eingefärbt. Und da gibt es dann schon Parteien, wo ich mich eher davor fürchten würde, dass sie in diese Richtung gehen und andere, wo ich es positiver sehen würde, wie zum Beispiel bei der Grünen Partei in Österreich, die immerhin die Forderung erheben, dass es für bestimmte Sabbatzeiten eine bedingungslose Grundsicherung geben soll, wo niemand nachfragen darf, hast du das jetzt in einem gesellschaftlichen kapitalistischen oder was auch immer nützlichen Sinn verwendet. Immerhin. Ja, aber das ist sozusagen jetzt den Touch, den die Grünen dem eben geben, so wie sie halt auch sonst ihre Werte bilden. Was mir auch auffällt, ist, dass quer durch alle Parteien, und das wird in Deutschland und in anderen Ländern nicht anders sein, an der Basis ganz viele Menschen dem bedingungslosen Grundeinkommen zustimmen. Und das ist in Kirchen und das ist in Gewerkschaften, glaube ich, auch nicht anders wie bei den Parteien. Dass es aber dort dünn wird, wo es um Menschen geht, die in all diesen Institutionen Interpretationsmacht haben. Und das ist sozusagen schon der zweite Punkt, der ein Stück in die Richtung geht, die Sie nachgefragt haben, oder wo auch so ein bisschen ironisch nachgefragt worden ist. Letztendlich bleibt es ja doch nur eine schöne Illusion. Ja, meiner Meinung nach gerade deswegen, weil es eben Machtverhältnisse ins Wanken bringt und die Interpretationsmacht schmäler macht, auswechseln würde, die Eliten. Ich finde es ja auch nicht schlecht, dass das eine Sache ist, das Grundeinkommen, das schon eine so lange Debatte ist, weil dann kann man zumindest sehen, dass es eine Debatte ist, die sozusagen jedes Jahrzehnt einmal über die gerade aktuellen Fragen dann auch immer wieder mobilisiert. Das Grundeinkommen ist eine Thematik, die sich sehr gut eignet, die jeweiligen aktuellen Fragestellungen anzugreifen. Sei das das Paradigma der strukturellen Arbeitslosigkeit, sei es auch schon die ersten Umweltprobleme, die aus der Welt gekommen sind. Dass es nicht rasch geht, ja, ist natürlich mühsam, aber ich bin trotzdem guter Hoffnung. Zum ökologischen Aspekt möchte ich auch noch sagen, es war schon so, dass Grundeinkommen schon gedacht worden ist in einer Zeit nicht jetzt der ökologischen Krise, sondern die es die ersten Berichte gegeben hat von Klappreform, Ende des Wachstums. Auch da wurde Grundeinkommen schon entsprechend gedacht. Ich habe eine Kollegin in der Katholischen Sozialakademie, die dazu dann schon auch Bücher veröffentlicht hat, über den sozialen Umbau beginnen. Und da ist auch ein Gedanke drinnen, der vielleicht wert ist, noch erwähnt zu werden, weil er zeigt, dass es so in Richtung Postwachstum auch damals schon ging. Da gibt es nämlich den Gedanken drinnen, dass ein Grundeinkommen ja einfach das verkörpert, dass alle Menschen, die da sind, einfach weil sie da sind, ein Recht darauf haben, einen Anteil an den Gütern der Erde zu haben. Ja? Also das Grundeinkommen sozusagen als Ausdruck dieses Anteils aller Menschen an den Gütern der Erde. Und das kann, glaube ich, schon helfen, wenn ich Grundeinkommen so auch verstehen lerne, dass es auch ein Anreiz, sage ich jetzt kapitalistisch, ist, um mit diesen Gütern der Erde auch gut umzugehen. Aber natürlich kann man es auch viel manifester ausgestalten, indem man es dann über die Finanzierung des Grundeinkommens auch die entsprechenden Impulse über die Besteuerung von Ressourcen etc. setzt. Margit hat mir an der Stelle viel vorweggenommen. Es ist in der Tat so, dass das Grundeinkommen eine Idee ist, die die bestehenden Verhältnisse zum Tanzen bringt. Das stimmt auf ganz vielen Ebenen. Ich habe es eben auf der Frage der Machtebene dargestellt. Margit hat das Interpretationsmacht genannt, das ist ein bisschen softer an dieselbe Frage rangegangen. Man kann das aber auch von den Individuen her anschauen. Wenn ich Grundeinkommensveranstaltungen mache, ich lebe ja davon, dass ich rumfahre und Veranstaltungen und Seminare mache,
wenn ich Grundeinkommensveranstaltungen mache, im kleineren Kreis, wo so 20, 30 Leute zusammen sind und wo Pausen zwischendurch sind, dann ist immer völlig klar, da stehen die Leute zusammen und fangen an zu überlegen, was wirklich machen, wenn es ein Grundeinkommen gäbe. Das ist extrem gefährlich für die, die das sagen. Wenn Leute anfangen, darüber nachzudenken, was könnte ich eigentlich anders machen in meinem Leben? Wie könnte ich ein ganz anderes Leben führen? Was bräuchte ich dafür eigentlich für so ein simples Instrument? Dann ist es für diejenigen, die bisher davon profitieren, dass die Leben so gelebt werden müssen aus ökonomischer Not, wie sie gelebt werden, eine gefährliche Entwicklung. Und die sind es, die in allen Anteilen das sagen. Guck dir die deutsche Politik in den letzten 15 Jahren an, da hast du vier verschiedene Koalitionskonstellationen und immer exakt dieselbe Politik gehabt. Und damit ist es vollkommen klar, dass es exakt dieselbe Reaktion auf den Grundeinkommensvorschlag gibt, weil die exakt dieselben Interessen haben und ein Grundeinkommen widerspricht diesen Interessen. I think basic income and all the ideas you spoke about tonight and part of die Vorschläge, über die wir heute Abend gesprochen haben und auch das Grundeinkommen, die sind alle Teil der Degrowth-Idee. Und darum geht es eben um ein neues Paradigma, um die Transformation unserer Gesellschaften. Also wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, dass das lange dauert. Das sind große Kämpfe, die da stattfinden müssen. Heute stehen wir vor vielen widersprüchlichen Dynamiken. Auf der einen Seite gibt es Dinge, die mich pessimistisch stimmen. Oligarchische Eliten, die nichts von dem verstehen, was um sie herum geschieht, die nur ihre eigenen Interessen verteidigen und schützen. Eine politische Elite, die Lakaien dieser Oligarchie sind. Und sie werden immer stärker. Sie dominieren unsere Institutionen, die Polizei, das Militär. Gleichzeitig haben wir an allen Fronten, wirtschaftlich, umweltmäßig gesehen, sehr viele Probleme, vor denen wir stehen, große Krisen. Und gleichzeitig sehen wir im Bildungsbereich, an den Universitäten, in allen Bewegungen im Bereich Degrowth, Postgrowth, also Postwachstum, da gibt es immer mehr Menschen, die unser derzeitiges Gesellschaftsmodell in Frage stellen, sehen, dass es nicht nachhaltig ist und alternative Lebensweisen ausprobieren. Wir haben heute über das Grundeinkommen diskutiert und welche Rolle ein Grundeinkommen darin spielen könnte. Und es geht eben darum, die Möglichkeiten oder die Samen der Erneuerung und der Transformation in der Gesellschaft zu verteilen, damit sie irgendwann aufblühen können, damit sie irgendwann wachsen können. Wir wissen, dass die Geschichte nicht linear verläuft. Wir wissen nicht, was geschehen wird in der Zukunft. Und Ziel dieser Debatten ist es nicht, ein Allheilmittel zu finden, sondern es geht darum, bestimmte Dynamiken anzustoßen. Bedingungen zu schaffen, damit eben diese Samen wachsen können und sich wunderbare Blüten öffnen. Und auf dem Weg dahin können wir demokratische Debatten führen. Wir können unser Leben gemeinsam organisieren. Und die Dinge, die falsch laufen in unseren Gesellschaften, mit viel Gewalt, diese Gewalt können wir mindern. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt nur noch an die drei Podiumsteilnehmer eine Bitte für den Schluss hier. Einen Satz von euch, wie ihr hier die Diskussion um Degrowth in Verbindung mit sozialer Sicherheit in Form von Basic Income, wie ihr das hier heute seht, einschätzt, auch vielleicht ganz kurz, ob ihr Gemeinsamkeiten habt, wo kleine Unterschiede sind, aber bitte, bitte ganz kurz. Wir fangen an mit Werner, dann Vincent und das letzte Wort hat Nadine. Ein bedingungsloses Grundeinkommen eröffnet die Möglichkeit, ohne Angst darüber zu diskutieren, was sind die Dinge, die man braucht für ein gutes Leben und wie wollen wir sie produzieren. Und nur diese Debatte
wird dazu führen, dass es eine ökologisch verträgliche Gesellschaft gibt. For me, only one word is coming to my mind. It's a question of autonomy, the meaning of communist Castoriadism. Mir kommt der Gedanke der Autonomie von Castoriadis in den Kopf. Es geht darum, selber zu bestimmen, welche Bedeutung, welcher Sinn unser Leben hat und unsere eigenen Gesetze und unsere eigenen Bedingungen unseres Lebens zu bestimmen und zu gestalten. Also das Verständnis von Autonomie von Castoriadis. Ich glaube, die Formulierung war von Werner. Du hast, glaube ich, gemeint, dass du findest, dass die Höhe darüber entscheidet, ob das bedingungslose Grundeinkommen ein emanzipatorisches Potenzial hat. Die Höhe war auch ein Thema bei Vincent im Zusammenhang mit den Abstufungen, im Zusammenhang von Grundeinkommen als monetäre Leistung und der Grundsicherung der Infrastruktur. Ich glaube, dass das provokante Moment und das entscheidende Moment beim Grundeinkommen, wie auch immer kombiniert mit der Infrastruktur, in der Bedingungslosigkeit liegt, weil dort sozusagen der größte Freiheitsgehalt drin ist.